Wolde kommen, zu Farbkombinationen, zu Zusammenstellungen. Man wäre selber nie auf die Idee gekommen, dass das funktioniert und dass das diese Effekte erzielt. Deutschen Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts gibt es nicht so viele Künstler, die eine so wichtige Rolle gespielt haben. Also die Geschichte der Bundesrepublik ohne Emil Nolde kann ich mir so nicht vorstellen. Ein wichtiger Punkt in der Auseinandersetzung mit Nolde ist, dass Nolde viel, viel mehr ist als der Blumenmaler und der Landschafter. Es ist vielleicht auch bekannt, dass er in die Südsee gefahren ist. Es ist bekannt, dass er Berlin in den Blick genommen hat, dass er den Hamburger Hafen gemalt hat. Aber es gibt in dieser Ausstellung ganz, ganz viele Werke, die seit langer Zeit zum Teil auch noch nie ausgestellt worden sind. Ich glaube, Sie werden aus dieser Ausstellung herauskommen und ein Nolde-Bild haben, das deutlich komplexer ist als das, was Sie vorher gehabt haben, das für Sie teilweise auch überraschend sein wird. Gerade die grotesken Bilder aus seiner Frühzeit, die mich persönlich auch immer ungemein fasziniert haben, seine Arbeit sozusagen, um dann zu der Form des Kolorismus zu kommen, wo wir ihn kennen, seine Einflüsse vielleicht, die er aus Dänemark gezogen hat. Das sind Akzente, die quasi in dieser Form vielleicht in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten gar nicht einmal so präsent waren. Und dann ging es natürlich auch darum, eine Lebensgeschichte eines Künstlers in einer komplexen Zeit zu zeigen. Nolde provoziert und geht einen an. Also, und ich glaube und hoffe, dass, also wenn man diese Ausstellung verlässt, dass man die Welt vielleicht mit anderen Augen sieht. Nolde ist für unsere Sammlung von besonderer Bedeutung. Der Städel hat selbst eine ganze Reihe von absoluten Spitzenwerken von Emil Nolde. Wir haben uns in den letzten Jahren auch insbesondere bemüht, eine neue Perspektive vielleicht auch auf die großen Meister des Expressionismus zu setzen, mit unserer großen Kirchner-Retrospektive Max Beckmann und Amerika. Und bei Nolde muss man feststellen, es gab eigentlich in den letzten fast 25 Jahren eigentlich keine große Überblicksausstellung, keine große Retrospektive über sein gesamtes Werk hier in Deutschland. Und da fanden wir, es ist an der Zeit. Musik.